Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges gemacht. Wir haben hier komplett erweitert, wir sind einige Missionen geflogen und wir bauen gerade die nächste große Kuppel, die dann das ganze System an die Kuppel hier und an die Kuppel hier oben dann anschließen soll. Wir sind also fleißig am Tun und Machen. Wir können auch jetzt gleich mal wieder nach Raketenmissionen, Missionen gucken, die es aktuell vielleicht geben könnte. Also hier kriegen wir einen SETI-Satelliten, da brauchen wir halt 50 Treibstoff, 30 und 50. Das könnten wir uns eigentlich leisten. Mit der Phoenix 1. Hier, die wird jetzt dann direkt aufgeladen mit dem Zeug, was sie benötigt. Und mit ihr haben wir oben auch mittlerweile einen Batterienpark errichtet. Unsere Tanks sind gut am Arbeiten, sobald sie wieder Speicherplatz hinzugefügt bekommen, weil wir tun ihnen hier absichtlich weitere Tanks hinzufügen. Und somit erhöhen wir eben auch die Kapazität und natürlich auch die Notfallressourcen, die zur Verfügung was ich denke ganz wichtig sein wird. So. Wie schaut es mit der Rakete aus? Ja, da fehlt noch einiges. Die sind aber fleißig im Hinzufügen. Mit dem dazu erlangten Geld von da sind wir dann natürlich auch in der Möglichkeit mehr Sachen zu machen. Ach, jetzt müssen wir nur noch Beton geliefert werden. Beton können wir in Zukunft auch hier unten. Ich hätte dann gerne noch mehr Drohnen haben, weil ich würde dann gerne das komplette Gebiet hier ein bisschen anfangen zu dann vor allem hier oben auch auszubauen, also dass wir hier noch weitere Punkte hinsetzen können. Und das Ganze hier oben auch nutzen. Was mir fehlt, sind diese fliegenden Drohnen, die die Verteilung übernehmen. Weil die sind flott und flexibel. Und das wäre um einiges angenehmer. Aber man darf auch sagen, alles in Ordnung. Man darf sich hier eigentlich gar nicht beschweren. So, es wird noch Metall abgenommen. Unsere Metallvorräte sinken. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Metall ist, das wir angeblich haben. Ich glaube, das verteilt sich jetzt mittlerweile über die ganzen Anlagen drüber. Also allein hier ist ein bisschen Metall noch. Dort ist Metall. Wir bauen ab. Also von daher... Also sind die Drohnen überlastet. Warum solltet ihr überlastet sein, meine Freunde? So, Strom ist 100 plus. So, die nächste Kuppel steht. Und dann braucht die Kuppel natürlich erstmal eine Verbindung. So. Natürlich muss eine Querung auch dazugehören. Achso, der ist noch nicht fertig. Dann baut den mal fertig, den Gang hier. Aber hier können wir natürlich auch schön direkt bauen anfangen. Also was sich hier zum Beispiel von Apartments ausgeht, ist schon mal eine grandiose Sache. Dann können wir vielleicht hier auch eine Schule reinsetzen für die Kinder der Zukunft. Ein Forschungslabor. Dann hätte ich genauso gerne einen Sicherheitsposten hier und eine Sanitärposition. Jetzt nicht unbedingt hier auch noch drin. Ein kleines Lebensmittelgeschäft ist in der Mitte. Oh, das ist auch ein bisschen größer. So. Jetzt können wir noch ein kleines Amphitheater dazu bauen. Und dazu noch ein kleiner Garten.
Sector scanned. So, hier kommt ein schöner Garten dazu. Und ach so. Dann haben wir schon mal einen Anfang zum Bauen. Drohnen sind überlastet. Ja, der muss natürlich ordentlich hackeln. Das muss natürlich auch fertig werden. Das stört euch, ne? Das ist jetzt so eine Sache, die wird euch jetzt ganz schön stören. Aber das können wir ja zum Glück richten. Research complete. Wir können ja zum Beispiel hier dann noch ein bisschen frei, oder wir lassen die letzten zwei einfach frei. Dann können wir von hier aus überall Gänge hin bauen. Aber was man hier sagen muss, wir haben hier eine gute Anbindung einfach überall hin. Marsianische Bildung ist auch fertig mittlerweile. Das ist gut. Auch gut. Pro Zoll wird da jeweils 100 Wissen Forschung auf, gemacht. Ist das Meteoritenfänger? Löse einen Meteoritenschloss, der einige wertvolle Ressourcen enthält. Metalle, Edelmetall, Anomalien. Der Meteorit geht über einen zufälligen Ort nieder und könnte die Kolonie gefährden. Braucht 60 davon. So. Die bauen brav. Wir stehen aktuell mit den Ressourcen auch ganz in Ordnung da. Der liefert das jetzt mal ins Hauptlager, bitte. Das ist nicht auch schon fast leer? Finde ich ein bisschen erstaunlich. Aber okay. 5 nicht funktionierende Gebäude. Ein Polymer jetzt. Und das ist genau das Problem, wo ich sage, ich bräuchte diese fliegenden Drohnen-Hubs. Das wäre super. Weil die liefern dann das Ganze. Jetzt muss ich das alles mit einer Kunde machen. Das ist gleich Polymer. Dann lädst du da ein bisschen Polymer ein, damit die da oben auch wieder ein bisschen Ressourcen haben. Und dann muss er das halt nach oben liefern in dem Fall. Und in Zukunft sollten das eigentlich dann die Drohnen halt übernehmen. Das erste Apartment wurde schon fertiggestellt, das ist super. Das Apartment ist auch Richtung fertigstellen, da sind sie auch gut dabei, hier auch. Wir richten natürlich jetzt hier voll die große Kolonie mittlerweile. Was haben wir denn eigentlich? Ich habe nie die ganzen Kuppeln angeschaut. Es gibt hier noch diese autarke Kuppel, die ist schon fertig gemacht mit allem. Was man bräuchte in dem Fall. Die hat einen Wassertank, irgendeinen komischen Generator hat die auch dran. Was war denn das für ein Generator? Das da, Monoxid. Erzeugt Sauerstoff, die Produktion wird während der Staubstürme angehalten. Von denen habe ich 2 zum Beispiel. Ich habe nur 2 von denen im Einsatz und das reicht. Okay, da bin ich ja schon drüber. Sechs nicht funktionierende Gebäude. Dafür brauchen wir Maschinenteile. Ich hasse Maschinenteile. Maschinenteile sind echt einfach nervig. Das ist aktuell so eine der schlimmsten Sachen, weil einfach alles, was kaputt geht, braucht Maschinenteile. Resources are low. Ressource, Strom ist niedrig? Wait, warte mal. Stromerzeuger. Okay, wir müssen was wegen Strom machen.
wollen gleich nochmal. Hier, das Solar fällt ein bisschen aus. Fürs Erste, so. Das kriegt Prio. Die Drohnen sind da wenigstens flott. Hat er sich jetzt alle Maschinenteile gemobst? Der schöne kleine Frechdachs. So in kürzester Zeit werden die Dinge jetzt hoffentlich errichtet und dann sollte die Energie auch wieder passen. Erster steht. So. Puh, fürs erste Mal das erste Horrorszenario abgewendet, aber wir brauchen halt hier tonnenweise Eisen. Auch wenn wir viel Eisen produzieren, aber so viel Eisen haben wir nicht. Speierten Strom 1600. Ja, das müssen wir jetzt dann erhöhen. Und jetzt wird natürlich von überall das Metall, glaube ich, geholt. Außer von hier hinten. Holt es keiner? Okay. Resources are low. Der soll jetzt ein bisschen Metall mal sein. Das ist Polymeroberfläche, Lichles. Wahnsinn, okay. Der sammelt jetzt ordentlich. Das sind 20 zum Beispiel auch. Weil wir kriegen es auf jeden Fall hin, dass wir den Strombereich erhöhen können. Wie viel hat er mittlerweile drauf? Fast 20. Ja, der sammelt gut und brav. Das bringt's jetzt, jawohl. Mit ihm schaffen wir das noch. Sobald die stehen, wie gesagt, hier unten muss, soll dann ein Riesenfeld entstehen. Der Bereich wird alles Solarpaneele. Also meiner Idee nach. Oben kommen ein paar Windräder hin. Die bringen jetzt nicht so viel wie das hier, weil das bringt sich. Und das ist natürlich ordentlich. Was haben wir sonst noch? Ein Aufforstungskit. Heimweh. Diese Kolonie ist aufgrund einer geringen Komforts Heimweh-Kolonisten mit Heimweh können nicht arbeiten und versuchen zur Erde zurückzukehren. Wo findet sich der denn? Was hat er denn? Luxus, Gaming, Social und Einkauf. Sozialprojekt, okay. Voll wie scheint. Dann hat er jetzt die Mission, das alles ins Lager zurückzubringen. SETI-Satellit startet. Unser eigener SETI-Satellit wurde geliefert und in den Umlaufbahn des Mars geschickt. Es wird nun eine Jahrzehnte alte Mission unterstützen und nach Zeichen für intelligentes Leben in unserer Galaxie suchen. Na, das ist alles schon fertig, okay. Also interessiert, was ist denn jetzt hier Bildung, Halbforschung, Kuppelservice? Gates, meint der, braucht man. TV-Studio-Werkstatt. Bedeutet, er bräuchte das wie. Gibt's das hier? Wo ist denn das?
der Tagesstätte gibt es auch schon. Sector scanned. So, und die sollten sich jetzt mega drüber freuen, dass sie eine Lieferung erhalten haben. Und wir kehren dann nach da oben zurück, weil da liegt noch so viel Metall, dass wir alles abbauen können. Da liegt 46 auf einen Schlag. Was ist denn das? Kann man das nutzen? Live-Ölquelle oder sowas wäre geil. 55. Okay, das ist ja schon viel. Hier unten aber auch nicht wenig. 36, 52. Hier sind ein paar kleinere. Aber trotzdem, es ist hier trotzdem ordentlich, was wir an Ressourcen dann hätten. Allein hier 40. Wir haben jetzt die zwei Solarpaneele aufgebaut. Das ist super. Unsere Produktion erreicht wieder und wir können noch mehr lagern. Entschuldigung. So, wir holen jetzt noch eine Passagierrakete jetzt. Keine spezielle Geologie. Tourist. Wir tun den Touristen schon mal raus. Wir brauchen keinen Touristen. Ich hätte gerne noch einen Offizier, einen Ingenieur, einen Geologen. So. Und dann starten wir das Ding. Colonists are departing. Abreisende Kolonisten verlassen den Mars. Resources are low. Ja, wir sind schon wieder Ressourcen niedrig. Wir schicken dich mal AD. Und holen uns eine neue Rakete, eine Frachtrakete, die uns jetzt 40 davon liefert, 30 davon liefert. Ich hätte gerne mal so 25 davon auch noch dabei. Und zwei davon. Dann starte du mal durch. So, weil wir haben natürlich hier nicht funktionierende Gebäude, weil wir einfach auch eine große Mitarbeiterzahl haben. Wir starten der Rakete noch. Überlegt, das war mal ein Anfang. Das war so der ganze Anfang. Und jetzt erstrecken wir uns schon über die kompletten Gebiete, haben Wasser gefunden, das wir ausgraben können. Ist schon cool. Jetzt kommt dahin, dann können wir endlich diese Edelmetalle auspumpen. 500er Stück, das ist natürlich auch geil. Bewegen, interagieren. Drohen alle mit. So, du bist 12 Passagiere. Und du bist... Also du bist startbereit. New colonists have arrived. Yep. Was kann ich damit mal auf Expedition schicken? Ist da eine neue wieder da oder sowas in der Art? Nö, wir haben alle durchgemacht. Schauen wir mal, ob ihr... Dann mal verdeckte Operation. Kontakt. Technologie austauschen. Wir tauschen Dozer gegen Extraktorenverstärkung. Research complete. Cool. Dann reden wir mit Russland. Wir tauschen Dozer Rover gegen Erkunder-KI. Dann haben wir natürlich noch euch, Technologie durch Dozer gegen Live und Mars.
Eine Rakete muss noch runterkommen. Mit doch einigen Ressourcen auch. Funding received. Edelmetallexport. Wo hatte ich denn jetzt Edelmetalle her? Hä? Ach cool, dass ich Edelmetalle erhalten habe. Jetzt kommen erstmal Ressourcen. Jetzt habe ich erstmal tonnenweise Ressourcen erhalten. Jetzt können die Vorräte erstmal wieder aufgestockt werden. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.